70% der Deutschen sagen, die Regierung ist nur mit sich selbst beschäftigt, mit Streitereien. Aber 70% finden die Merkel toll, weil die mit der Regierung gar nicht in Verbindung bringen. Die Merkel schwebt über ihrem eigenen Kabinett. Auf ihrer eigenen Sprechblase, wie so eine Hovercraft. Schwebt die, wie Queen Mum persönlich, schwebt die über ihrem Kabinett. Eingelegt in Gin, in ihre eigene gemeinsame Lösung quasi. Was hat sie gemacht? Okay, eins hat sie gemacht, das wollen wir festhalten. Sie hat im Wahlkampf ja schon versprochen, wir werden die Löhne senken, um die Steuern erhöhen zu können. Und das haben die ja gemacht am 1. Januar. Ja, die Löhne sind gesenkt worden am 1. Januar. Was? Die Lohnnebenkosten, sagen Sie. Das ist richtig, ja, aber was ist denn das? Was sind Lohnnebenkosten? Haben Sie da mal drüber nachgedacht? Fragen Sie mal einen Arbeitgeber. Für einen Arbeitgeber sind Lohnnebenkosten einfach ein Teil des Lohns. Welcher Teil des Lohns gesenkt wird, ist dem Arbeitgeber ziemlich egal. Der Hauptsache ist, der muss weniger Geld bezahlen, damit sie für ihn arbeiten. Jetzt sind die Lohnnebenkosten der Teil des Lohns, mit dem der Arbeitgeber sich an der Arbeitslosen- und Krankenrentenversicherung beteiligt. Das heißt, wenn die Lohnnebenkosten gesenkt werden, muss doch das, was vorher von dem Geld bezahlt worden ist, von irgendjemand anders bezahlt werden, oder? Jetzt raten Sie mal, wer das ist. Kleiner Tipp, es ist nicht Ihr Arbeitgeber. Eine Senkung der Lohnnebenkosten ist eine Lohnsenkung und sonst gar nichts. Die Löhne sind so hoch, die müssen gesenkt werden. Freuen sich nie wieder über eine Senkung der Lohnnebenkosten. Es ist eine Lohnsenkung. Sie zahlen hinterher drauf. Denn die Merkel hat ja schon im Wahlkampf gesagt, wir müssen die Senkung der Lohnnebenkosten gegenfinanzieren durch die höhere Mehrwertsteuer. Eigentlich hätte die sagen müssen, damit wir ihre Löhne senken können, müssen sie höhere Steuern zahlen. Das ist die Wahrheit. Und das haben die jetzt ja auch gemacht. Am 1. Januar, ne, Merkel hat das ja anders erklärt. Merkel hat ja damals gesagt, wir senken die Beiträge für die Arbeitslosenversicherung um 2 Prozentpunkte. Da hat der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer jeder 1% mehr in der Tasche. Ob brutto oder netto, so pingelig wollen wir ja schon gar nicht mehr sein. Sagen wir Bretto. Oder Nutto, das ist noch schöner, oder? Also, hier war Ihr Lohnniveau Ende 2006. Seit 1. Januar haben Sie Nutto 1% mehr. Jetzt kommt die Erhöhung der Mehrwertsteuer, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das wird auf die Preise aufgeschlagen oder nicht. Wenn es auf die Preise aufgeschlagen wird, dann bedeuten 3 Prozentpunkte mehr Mehrwertsteuer, höhere Preise von 2,59%. Die Preise werden nämlich nicht 3% höher, sondern 2,59%. Ja, bis ich Ihnen das erklärt habe, ist die nächste PISA-Studie schon wieder vorbei. Aber man muss genau sein, die Korinthenkacker sind ja überall. Gymnasiallehrer dürfen ja abends frei rumlaufen. Also, wenn die Mehrwertsteuer auf die Preise aufgeschlagen wird, dann haben Sie praktisch netto 1% mehr und brutto 2,59% weniger. Oder das, was jetzt passiert ist, ist Folgendes. Der Preiskampf ist so stark in Deutschland, die können die Preise gar nicht erhöhen. Die müssen aus den alten Preisen die neue Mehrwertsteuer rausrechnen. Müssen die aber dann sofort abführen. Das heißt, alle, die etwas verkaufen, die etwas herstellen und verkaufen, haben dann ihrerseits 2,59% weniger Gewinn, weil die ja die Preise nicht erhöhen können. Das heißt, in dem Fall haben die Unternehmer netto 1% mehr und brutto 2,59% weniger. Das heißt, entweder sie haben weniger Geld in der Tasche und kurbeln davon nachhaltig die Konjunktur an und bauen parallel dazu noch eine kapitalgedeckte Altersvorsorge auf. Denn wenn sie das Geld schon nicht haben, können sie es ja auch zweimal ausgeben. Oder die Unternehmer haben weniger Geld in der Tasche und stellen davon neue Leute ein. Eins von beiden kommt auf jeden Fall. Sie müssen das auch gar nicht begreifen. Das ist ja eine christliche Partei. Sie müssen das glauben. Ich bin kein Fan der SPD. Haben Sie vielleicht schon bemerkt, meine Damen und Herren. Ich halte das Spitzenpersonal der SPD für zu blöd, um ein Loch in den Schnee zu pissen. Und bevor Sie nach den Grünen fragen, die finden ja nicht mal mehr den Schnee. Aber den Grünen macht das nichts. Die SPD hat aber ein echtes Problem. Kurt Beck heißt das. Da hilft auch Waschen und Rasieren. Nicht weiter, meine Damen und Herren. Da kommt nichts mehr. Und die Leute erinnern sich auch zu gut, was die SPD gemacht hat in den letzten 8 Jahren.
Rot-Grün ist gewählt worden, um die schlimmsten Ungerechtigkeiten der Kohl-Ära wieder rückgängig zu machen. Was ist passiert? Die haben die Ungerechtigkeiten verschärft. Nach 7 Jahren Rot-Grün hatten die Leute weniger Geld netto in der Tasche, die unter 20.000 Euro im Jahr verdienen, und die Leute netto mehr in der Tasche, die über 60.000 Euro im Jahr verdienen. Das war die soziale Politik von Rot-Grün. Das ist diese SPD-Robin-Hood-Methode. Die Grünen machen so eine Politik für ihre Wähler. Das muss man verstehen. Der grüne Wähler ist Besserverdiener. Die grüne Wählerschaft ist im Durchschnitt die mit dem höchsten Einkommen. Ja, ist nun mal so. Ein Grüner, ja, wer kann denn im Reformhaus einkaufen gehen, meine Damen und Herren? Im Grunde ist ein Grüner ein Liberaler, der für Dosenpfand ist. Also, im Grunde ist ein Grüner ein Westerwelle mit Verstand und Gewissen, würde man sagen. Gegen Kernkraft, aber für Kaviar zum Beispiel. Warum nicht Kaviar? Natürlich Bio-Kaviar, handgestreichelter Stör, ist klar. Die Grünen haben Politik für ihre Wähler gemacht, deshalb fallen die in den Umfragen auch nicht runter. Die SPD hat Politik gegen ihre eigenen Wähler gemacht. Die SPD macht seit 8 Jahren systematisch Politik gegen die Menschen, die immer SPD gewählt haben. Und jetzt wundern die sich, warum die nicht mehr SPD wählen wollen. In Nordrhein-Westfalen sind fast 40% der Mitglieder ausgetreten aus der SPD. Und die Führung weiß bis heute nicht, was passiert ist. Die Mitglieder wissen, was los ist. Die haben gesagt, ich muss nicht in einem Handballverein sein, wenn ich Fußball spielen will. Die SPD ist fast nicht mehr da in Nordrhein-Westfalen. 40 Jahre Alleinregierung und jetzt kennt die keiner mehr. Der bekannteste Sozialdemokrat Nordrhein-Westfalens ist Jürgen Rüttgers. Soweit haben die es gebracht. Die Leute haben das nicht vergessen. Die SPD hat eine Arbeitsmarktreform gemacht, Hartz IV genannt. Da wurden die Menschen, die 40 Jahre lang in die Kassen eingezahlt hatten, genauso behandelt wie die, die noch nie in irgendetwas eingezahlt hatten. Und das nennen die bis heute sozial gerecht. Ein 17-Jähriger, der keinen Bock mehr auf zu Hause hatte, konnte ausziehen und Hartz IV beantragen. Und als dann die Ersten das gemacht haben, da saß der Wolfgang Clement nicht da und hat gesagt, sag mal, welcher Vollidiot hat eigentlich dieses bescheuerte Gesetz gemacht? Nee, der Clement hat sich über die jungen Menschen aufgeregt, die das Gesetz in Anspruch genommen haben, was er gemacht hatte. Und bis heute sagt die SPD, Hartz IV sei sozial gerecht. Obwohl inzwischen sogar der Rüttger sagt, es ist sozial ungerecht. Man muss sich das wirklich klar machen. Die SPD hat es geschafft, sich in eine Ecke zu manövrieren, dass ein Mensch wie Jürgen Rüttgers sagen kann, die machen sozial ungerechte Politik. Das ist, als wenn der Papst sich so daneben benimmt, dass ein Zuhälter sagen kann, sie sind aber ganz schön unmoralisch geworden. Dann die Steuerreform von 1999. Hans Eichel, die SPD-große Steuerreform. Haben sie die Heuschrecken ins Land geholt? Da freuen wir uns heute ja noch dran. Ja, die haben die Heuschrecken ins Land geholt. Der Wedeking von Porsche, dieser marxistische Ideologe, der hat den Schröder extra noch angerufen kurz vorher, hat gesagt, lasst das sein, ihr könnt doch nicht die Veräußerungsgewinne von Firmenverkäufen steuerfrei stellen. Doch, doch, das machen wir, das bringt da Investoren ins Land. Ja, super. Jetzt können sie eine Firma aufkaufen, die gut funktioniert, verschlanken die Firma, indem sie ein paar Leute entlassen, machen die eben noch profitabler, verkaufen die Firma wieder und können den Gewinn steuerfrei einstreichen. Sie können eine Firma aufkaufen, die gut funktioniert und dann zerschlagen und in Einzelteilen teuer weiterverkaufen und den Gewinn steuerfrei einstreichen. Sie können auch eine Firma aufkaufen, Sie haben das Geld gar nicht, um die Firma zu kaufen, aber die Firma macht ja große Gewinne. Dann leiht die Bank Ihnen das Geld, Sie stellen den Kredit, den Sie aufgenommen haben, in die Bilanz von der Firma ein, lassen die Firma den Kredit abarbeiten. Und dann verkaufen sie die wieder und können die Gewinnsteuer frei einstreichen, meine Damen und Herren. Das alles verdanken wir der Sozialdemokratie Deutschlands. Die Älteren kennen den Satz noch. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Sozialdemokraten. Die Steuerreform von 99, das war der Anfang vom Ende. Die großen Konzerne haben gar nichts mehr bezahlt. Die haben noch Geld wiedergekriegt. Die haben Steuergelder von 1997 wiedergekriegt. Gelder, die schon mal bezahlt hatten, mussten zurückerstattet werden. Das war alles geplant. Das war die Entflechtung der Deutschland AG. Ja, ja, das sind ganz komplizierte Konstruktionen, aktienmäßig. Aktienpakete werden rückausgetauscht und dann kann man das wieder auflösen, steuerlich und geltend machen. Wunderbares Konzept. Nur ein Jahr nach der Steuerreform steht der Eichel im Fernsehen und sagt, wir haben ja nicht gewusst, dass die großen Konzerne das alles auf einen Schlag im ersten Jahr in Anspruch nehmen würden.
Wir hatten gedacht, die würden das auf 6-7 Jahre strecken, da wäre das haushaltstechnisch kein Problem gewesen. Jetzt haben wir ein Haushaltsloch, das ist richtig, ja. Ja, Eichelmännchen, du alter Stratege. Du stellst auch in einmal Gummibärchen von 2-Jährigen und sagst, das teilst du dir bis zur Pubertät, aber schön ein. Wie nennen Sie so jemand, der sowas macht? Der ist doch dumm wie 100 Meter Landstraße bei Kassel, oder? Und das ist doch eine freundliche Unterstellung. Ja, entschuldigen Sie bitte, es gibt doch nur 2 Möglichkeiten. Entweder Schröder, Eichel, Müntefering und Clement haben wirklich nicht gewusst, was sie mit ihren Gesetzen anrichten. Oder sie haben es gewusst. Das sind die beiden Möglichkeiten, oder? Wenn die wirklich nicht gewusst haben, was sie mit ihren Gesetzen anrichten, dann sind sie einfach nur zu blöd. Dumm wie 100 Meter Landstraße. Damit könnte man ja leben. Dann sind sie einfach Opfer ihrer eigenen Bildungspolitik geworden. Wenn Sie aber genau gewusst haben, was Sie mit Ihren Gesetzen anrichten, meine Damen und Herren, was die Herrschaften das dann sind, das darf ich auf der Bühne nicht mehr laut sagen. Das muss sich jeder von Ihnen selber denken. Fängt mit Riesen an, hört mit Och auf. Und meiner Meinung nach ist es an der Zeit, dass die SPD-Spitze sich entscheidet, wollen Sie Dumpfbacken oder Riesenöcher sein. Die SPD ist den großen Konzernen 7 Jahre lang steuerpolitisch bis zum Anschlag in den Arsch gekrochen. Und plötzlich merkte der Müntefering, da geht es gar nicht weiter. Oh, oh, oh. Und jetzt versuchen sie mal eine Kehrtwende im Enddarm von Ackermann. Da sagt der Münte lieber, Augen zu und durch. Ja? 16 Jahre lang hat die CDU federführend alles verbockt. 7 Jahre lang hat die SPD federführend alles verbockt. Und jetzt dürfen die mal zusammen ran. Minus mal Minus gibt Plus, meine Damen und Herren. Bis neulich.